Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Silva und heute habe ich für euch ein riesengroßes Mystery-Paket hier. Wenn ihr wissen wollt, was da alles drin ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. So meine Lieben, was war das? Eine Mucke. Ja, so, das habe ich euch mal wieder gerade gemacht. Ich komme gerade frisch aus der Dusche. Ich mache jetzt mal meine Haare zusammen, denn die liebe Bianca... mit der habe ich so ein bisschen Kontakt durch so eine WhatsApp-Gruppe. Ja, und zwar hat sie mir ich habe mir ein paar Sachen bei ihr gekauft. Ne? Wir haben ja so eine Verkaufsgruppe, wo wir unsere Sachen einfach verkaufen und aber auch einstellen. Und einstellen. Manchmal. Ja, und sie hat mir jetzt ein Paket geschickt und hat gesagt, sie packt mir noch ein paar Kleinigkeiten rein, Leute. Unter anderem glaube ich, dass da auch, weil ich habe mir, glaube ich, eine Lidschattenpalette bei ihr noch gekauft. Die wollte ich nämlich ausprobieren, deswegen bin ich noch ungeschminkt. Habe mir aber schon hier meine Pinsel hingelegt. Mal sehen. Ne? Wir schauen da jetzt einfach mal rein. Zuallererst hat sie mir hier so ein Wuschelding, so ein Peeling-Schwärmchen reingelegt. Finde den voll schön. Der ist auch noch türkisgrün. Hier im Video sieht er blau aus. Der ist aber grün. Ja, genau. Richtig schön, aber der ist grün. Das ist nicht türkis. Oder? Nee. Aber sieht schön aus. Also der wird, weiß nicht, ob der bei mir bleibt oder vielleicht wandert er auch weiter. Ich muss mal gucken. Dann hat sie mir hier was eingepackt. Was das ist, weiß ich nicht. Was ist das? Pashmina Stole. Hä? Was ist das? Ist das ein Tuch? Ich glaube, das ist ein Tuch. Also hat sie mir so ein Tuch eingepackt. Okay, das wird wahrscheinlich auch weiter wandern. Ist nicht so mein Fall, aber das macht ja nichts. Ne? Kann man ja auch mal verlosen oder verschenken oder wie auch immer. Also wie gesagt, ein paar Sachen hat sie mir auch rein, die ich dann weitergeben darf. Ja, dann hat sie mir hier sowas eingepackt. Das ist ganz cool, so Loom Twister. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das sind diese Bänder da, mit denen kann man dann solche Sachen da machen. Ich glaube, solche... Armbänder und so Sachen halt, ne, glaube ich. Und darüber freuen sich zwei ganz besondere Kiddies. Da weiß ich schon, an wen die gehen. Dann hat sie mir eingepackt von Isana ein Intensiv-Vitamin-C-Serum. Okay, wirkt antioxidativ, glättet, zellaktivierend, strahlender Teint jeder Hauttyp. Oh. Also das hat sie mir so eingepackt, glaube ich. Das habe ich nicht gekauft. Das sieht so aus. Ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ja, wie das ist. Also das probiere ich sehr gerne mal aus. Sieht auch ein bisschen dickflüssig aus irgendwie. Warte mal, seht ihr das? Nee, seht ihr nicht. Aber gut, ja, bin ich gespannt, wie das sein wird. Probiere ich sehr gerne aus. Man muss nur aufpassen, bei Vitamin C auf jeden Fall Lichtschutz, also Sonnenschutz verwenden. Ist ganz wichtig. Dann hat sie mir noch hier ein paar Ohrringe reingepackt. Die sehen ja auch mal cool aus, ne? Mit so Steckerohrringe. So. Ja, mit so Stecker, ne? Auch voll schön. Ja, schön. Aber da weiß ich, glaube ich, auch an wen die gehen. Da freut sich jemand. Dann hat sie mir eingepackt von P2 ein Nagellack in so einer schönen Farbe. Die Farbe heißt 620 Artful. Das ist eine schöne Farbe. Also ich glaube, den habe ich noch gar nicht. Wenn, dann bleibt der auf jeden Fall bei mir. Sonst weiß ich auch schon, an wen er geht. Ja, dann... Das habe ich von ihr gekauft, und zwar Rituals of Jing, ein Body Scrub. Das riecht so gut. Oh, da riecht der ganze Karton danach, gell? Das riecht gut. Das habe ich mir von ihr gekauft, weil Rituals mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und Body Peeling natürlich auch. Dann hat sie mir eingepackt, das hat sie mir so rein, von Lotte London, ein Augenbrauen-Produkt. Ne? Das ist so ein Augenbrauenstift. Da weiß ich auch, an wen der geht. Dark Brown ist ja die Farbe, weil die haben sich das nämlich gewünscht. Und dann habe ich da wahrscheinlich zwei gleiche, weil ich eventuell auch einen habe. Ich lasse den jetzt aber auch mal noch zu. Ich habe den, glaube ich, auch, und deswegen habe ich dann gedacht, dann habe ich eventuell zwei gleiche. Ne? Ja, genau. Sehr schönes Produkt. Dann, ne? Gott, was hat die mir hier alles eingepackt? Wahnsinn. Geswatcht, getestet, gereinigt steht drauf. Okay. Und nochmal Mystery Bag hier auf. Alter, von mir sehen wieder, was hier alles drin ist, gell? So viele Sachen hat die mir da noch extra rein. Wischer Wahnsinn. Einmal von Essence Day 8 Stunden Matte Liquid Lipstick.
In der Farbe 04 Matte About You. Okay. Dann hat sie einmal geswatcht. Dann können wir den ja auch mal swatchen. Ja, sehr schöne Farbe. Der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die NYX-Lippen, an diese NYX-LPs, wo es gerade auch in den Boxen gab. Dann Soft Pen Lip Pencil. Okay. Von Essence in der Farbe My Choice 101. Ja, auch schön. Auch sehr schön. Ja, der ist, glaube ich, auch schon mal geswatcht. Dann swatchen wir den mal. Ja, der passt natürlich zu dem Lippi so ein bisschen zusammen, also ein bisschen heller. Aber solche Stifte kann man auch als Kajal benutzen. Also ich glaube, der wird auch bei mir bleiben. Ich muss mal gucken, was bei mir bleibt. Beziehungsweise muss ich die Sachen mal hier hinstellen, weil ich habe nämlich keinen Platz mehr hier vorne. Dann hat sie mir eingepackt eine Essence Mascara I Love Extreme Limited Crazy Volume Mascara. Mega. Also das ist ja mal toll. Der hat auch so ein gutes Bürstchen, aber der hat so ein ich glaube, so ein Gummibürstchen, ne? Muss ich mal ausprobieren. Probiere ich sehr gerne mal aus. Ein Haufen Zeug, Leute, ein Haufen Zeug. Sag mal. Die ist halt so verrückt, ne? Ah, dann hat sie mir noch einen Pinsel rein von Fräulein B. Der ist nämlich auch sehr schön. Finde ich gut. Benutze ich auch sehr gerne. Alla Tobello. Dann hat sie mir eingepackt von She Glam. Oh, She Glam, das ist natürlich mega. Ein Lippi, glaube ich, ne? Ja, das ist diese Farbe hier. Swatchen wir mal. Oh, der ist, glaube ich, schon ziemlich ausgetrocknet. Der kann, glaube ich, dann mal weg. Okay. Ja, sieht man immer. Den muss ich leider wegtun. Der ist sehr ausgetrocknet. Mit dem kann man leider nichts mehr anfangen. Schade. Dann von wie heißt diese Marke wieder? Spotlight Pencil. Also so ein, ja, ich glaube, das ist so ein, was ist denn das? Ein Highlighter Pencil, genau. So sieht er aus. Ja, sieht auch so aus. Dann kann man den hier so ein bisschen verreiben. Dann ist das so ein kleines, also hier so ein kleines Highlight. Okay. Ja, finde ich gut. Dann von Vibo Adorable. Was ist das? Oh, ein Lippi. Oh, der ist schön. Der hat eine schöne Farbe auf jeden Fall. Was ist das für eine Farbe? Pomatka da Ast 8. Okay. Okay. Swatchen wir mal. Ja, sehr, sehr schöne Farbe. Gefällt mir gut. Der wird auch bei mir bleiben. Finde ich mega. Ich mag solche Farben und von der Marke hatte ich noch keinen. Dann von Huda Beauty Liquid Matte Lipstick. Ey, du bist verrückt. Der ist ja voll schön. Ey. Wow, das ist eine Farbe, hä? Guckt mal. Oh, das ist eine coole Farbe. Ja, der wird auch sowas von. Und das wird auch sowas von bei mir bleiben. Und zwar die Too Faced Better Than Sex Mascara. Mega. Ich liebe die. Die hat auch so ein tolles Bürstchen. Die ist richtig gut. Die wird auch bei mir bleiben. Super. Da freue ich mich sehr, weil die. Vielleicht können wir die ja dann nachher, falls ich mich schminke, kann ich ja mal die ausprobieren. Wenn ich die Palette dann habe, dann stelle ich mir die mal hier hin. Probiere ich die gleich mal aus. Dann von Essence Stay Long Lasting ein Concealer. Ja, das ist auch gut. Würde ich auch mal testen. Genau, also das war dieser hier. Ich halte es nochmal in die Kamera. Waterproof ist der auch. Und hier steht, glaube ich, keine Farbe drauf, gell? Nee. Okay, dann von Catrice noch ein Lippi. Ein Full Satin 010 Lippenstift hat sie mir eingepackt. Ja, so eine Farbe ist auch eine tolle Farbe. Also, die riechen auch gut. Das war jetzt diese hier auch sehr schön. Ja, der wird auch bei mir bleiben. Muss mal gucken. Ich habe so viele Nude-Töne. Ich habe nämlich auch ein Lippi von Catrice. Falls ich den noch nicht habe, bleibt er bei mir. Ansonsten wird er halt weitergehen. Aber ich denke mal schon. Dann von Polar eine Creme. Ich glaube, das ist eine. Was ist denn das für eine? Eine Nachtcreme, Tages, nee, ich glaube Nachtcreme. Ja, diese hier, die hatte ich glaube ich schon mal. Muss ich mal gucken. Wenn nicht, probiere ich die sehr gerne mal aus, weil ich glaube, ich habe sie nie getestet. Ich habe die glaube ich immer weitergegeben. Ja, mehr sehr, sehr schöne Sachen auf jeden Fall. Ich tue das mal gerade wieder da rein. Dann hat sie mir noch was eingepackt. Und zwar von Pure Lay. Ich glaube, das habe ich. Hab ich das gekauft bei ihr? Ich weiß gar nicht. Oder hat sie mir das so rein? Von Pure Lay nämlich ein Schmuckstück. Also mega, 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 Leute. Das ist so schön.
Und zwar hat sie mir da, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, soll so eine, ja, so, warte, so Steckerohrringe. Genau, ist das nämlich so ein Set. Und natürlich dann auch diese schöne Kette. Ich zeige euch jetzt einfach mal nur die Anhänger. Hinten dran ist ja einfach nur die Kette. Ist sehr, sehr schön. Ist halt auch mal ein bisschen was anderes und nicht immer so das Gleiche. Und die Kette hinten sieht so aus. Ja, also. Ihr seht das jetzt einmal mit so Perlen und einmal so eine richtige Kette, finde ich mega schön. Also ich muss sagen, ich habe ja auch Piolet-Schmuck und ich fand die einfach schön. Ich glaube, die habe ich mir bei ihr gekauft. Das hat sie mir, glaube ich, nicht geschenkt. Ich glaube, das habe ich gekauft, soweit ich mich entsinne. Ja, aber ist auch völlig in Ordnung, ne? Ich meine, kostet ja auch Geld. So ist sie nicht. So, dann geht's weiter. Wir sind noch lange nicht fertig, Leute. Ich sage euch, holt euch was zu essen, was zu trinken. Und ja, lehnt euch zurück. Dann habe ich hier nochmal so zwei Ohrringe. Ja, auch nicht. Ich trage halt meistens so Steckerohrringe. Also ob die jetzt bei mir bleiben, weiß ich noch nicht. Wenn, dann wandern sie vielleicht mal weiter. Aber man glaubt, mein Fall ist das nicht so ganz. Dann hat sie mir noch zwei Sachen eingepackt. Was ist das? Zwei solche Schachteln. Ah, so. Ich glaube, das ist irgendein Adventskalender, ne? Ist das, glaube ich. Was ist das? Oh. Mega, Avon May. Nürnberg. Oh, wow, Avon May Kerzen. Sag mal, du bist doch verrückt. Wie viel packst du mir das? Und ich habe hier, ne, gar nicht so viel eingepackt. Das geht nicht. Oh, toll. Die riecht auf jeden Fall sehr gut. Da gab es ja mal einen Adventskalender, ne, davon. Oh, und Limited Edition Pine. Pine steht hier drauf, auch von Avon May. Mega. Ey. Ja, es riecht ein bisschen arg nach Zimt, aber das, ja, toll. Toll. Du bist wahnsinnig, ehrlich. Du bist wirklich. Und die hat mir bei mir ja auch was gekauft. Und ich habe ja auch noch so, ich glaube, eine Maske und ein paar Augenpätzen so rein. Ja, ich habe gedacht, naja, die packt mir ein paar Sachen ein. So drei, vier vielleicht, ne? Du bist wahnsinnig. Ich glaube, da muss noch was nachkommen, weil so geht es natürlich nicht, ne? Dann hat sie mir noch was eingepackt, beziehungsweise das habe ich bei ihr, glaube ich, auch gekauft, aber da ist irgendwie was ausgelaufen hier. Und zwar von Hello Body, das Coco Cool Face Mist. Das ist hier, ach, das ist Ringlicht, ich muss das mal anders hinstellen. So, jetzt. Das ist so ein Spray. Das riecht total gut nach Coco. Also ich liebe ja auch diese Cremes und Body Lotions und so von Hello Body. Ich liebe die einfach. Und deswegen mit dem kann man sich auch mal so ein bisschen einsprühen, als Bodyspray, ne? Und dann riecht man auch so ein bisschen danach. Ich liebe das. Dann hat sie mir, glaube ich, noch was eingepackt. Und zwar so, die sind goldig. Solche Ohrringe, schaut mal. Schaut mal. Auch goldig. Ja, die haben was. Voll süß. Ja, dann auf jeden Fall noch mehr. Oh Gott, Leute. Aus. Was hast du mir alles rein? Ah ja, genau. Und zwar hatten wir es da drum, weil meine Mama sich nämlich mal auch mal so richtig schminken wollte mit Primer, mit Foundation, mit Concealer, mit allem. Habe ich sie ja gefragt, ob sie Concealer und Primer und so Sachen hat. Und sie hatte noch welche. Ich habe sowas auch, aber halt nicht in großen Mengen jetzt. Also ich sage, ich könnte es ihr ausleihen, aber ich brauche es halt dann selber wieder. Deswegen habe ich sie gefragt, und sie hatte noch was und sie hat mir, glaube ich, alle jetzt eingepackt. Ein paar habe ich von ihr gekauft. Einmal den Fix and Rouge hatten wir ganz oft in Boxen drin. Das ist dieser hier, den kennen wir ja auch alle. Ne? Ich muss das mal ein bisschen anders drehen hier. Den kennen wir ja auch alle. Ne? Das ist ja nichts Neues. Ich glaube, den hat sie mir so reingepackt. Dann einmal von Essence Glow das Fixing Spray. Das habe ich ihr, glaube ich, abgekauft. Oder meine Mama vielmehr. Dann nochmal hier, den habe ich ja auch gekauft. Hat sie gleich, den hat sie verschenkt von MAC. Ein Eye und Lip Liner Pencil. Dieser hier. Mega. Schaut mal. Mega. Also da habe ich mich echt gefreut. Hat sie nämlich verschenkt. Und dann noch von der Manhattan Endless Waterproof ein Gel Eyeliner. Auch in einer schönen Farbe. Den kann man halt hier vorne so rausdrehen. Auch total schön. Was für eine Farbe ist das? Emerald Sparkle. Mega. Also da habe ich mich echt gefreut, dass sie das verschenkt. Ja, und dann natürlich hier noch ein von Weibo, ein Glow Booster Illuminating Mist. Das ist hier so golden, ne? Ja, kann man mal machen. Dann von Monoskin
Illuminating Primer, auch nochmal so ein Primer. Ach, seht ihr das? Warte mal, Leute, ich muss das so machen. Also das Licht, das stört mich. Ich muss das ein bisschen wegdrehen, weil sonst könnt ihr ja gar nichts sehen, ne? So, jetzt bin ich gerade ein bisschen dunklerer, aber damit könnt ihr die Produkte besser sehen. Das gehört da drauf, da ist ein Deckel kaputt, aber das macht nichts. Ein Make-up-Fixer, Make-up-Fixing-Spray von Douglas einmal noch. Und noch mehr, boah, von Alverde ein fixierendes Spray, also auch nochmal Fixing-Spray. Von MAC eine Hydrating-Cream, mega. Dann nochmal so eine Strobe-Cream Hydrate. Das gleiche, zweimal. Und dann einmal noch von Luvia den Eyeshadow Primer. Ich glaube, den habe ich den nicht von ihr gekauft. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Oder hat sie mir den so eingepackt? Mega, den habe ich ja schon einmal. Und da freue ich mich, dass ich den nochmal habe, weil dann ja, weiß ich schon, an wen der geht. Dann hat sie mir noch was eingepackt von Red Bull. The Peach Edition. Okay. Ein Red Bull trinke. Das ist dann eher was für meinen Mann. Ich trinke ja sowas nicht, aber... Machen wir hier Licht an, dann sieht man vielleicht besser was. Er trinkt sowas. Dann nochmal Ohrringe. Also das sind ja mal abgespacede Ohrringe. Ehrlich, das sind ja mal abgespacede Ohrringe. Mit Spiegel. Richtig cool. Und noch mehr. Was ist das? Zwei Armbänder. Oh, die sind aber schön. Die sind aber schön. Die sind echt schön. Ja. Die sind wirklich schön. Ich glaube, die würden meiner Mama vielleicht gefallen. Vielleicht packe ich die ja noch ein. Die hat nämlich heute Geburtstag. Kann ich hier die vielleicht noch einpacken? Deswegen habe ich gedacht, ich drehe jetzt auch mal nochmal. Ich zeige es euch nochmal. Nochmal das Video hier, damit ich einfach, falls da noch was drin ist, das hier kann ich hier nicht einpacken. Leute, wir sind immer noch nicht fertig, gell? Wir sind jetzt schon bei 16 Minuten. Ich glaube, jetzt kommen die Paletten. Ich meine, sie hat mir eine Menge eingepackt zu verschenken. Und die Hälfte, glaube ich, von dem Karton ist geschenkt. Die andere Hälfte, dann hätte mal vielleicht ein Viertel davon, habe ich nur gekauft. Den Rest hat sie mir alles so eingepackt. Bin ich verrückt, ehrlich. Das geht ganz auf. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Oh, einmal von Pixie by Petra, die Glow Cake Palette. Die sieht echt schön aus. Ich muss gerade nochmal gucken. Ich habe keinen Platz mehr, gell? So sieht die aus, so dass ihr das seht, ne? Echt mega schön. Also die habe ich noch nie, ich habe ja Lidschattenpaletten von Pixie auch, aber das geht gar nicht raus. Wie geht denn das raus? Hallo? Ich will, dass du rausgehst. Geht nicht. Da geht nix. Es geht nicht raus, oder? Doch, jetzt. Genau, einmal, das ist nämlich diese hier. Ja, die sieht doch toll aus. Guck mal. Oh, die hier muss ich ausprobieren, auf jeden Fall. Ne? Pixie Glow Cake. Was ist, ich denke mal, dass das so eine 3-in-1 Luminous Translucent Powder ist. Das. Aber das kann man bestimmt auch als, ja, als Blush oder so benutzen. Aber wirklich Translucent. Ist das wirklich Translucent? Also, falls jemand die hat, kann mir ja mal schreiben, ob das wirklich Translucent ist. Weil das hat ja hier so auch Farbe. Ich würde es jetzt eher als Blush oder so benutzt, aber mega schön. Auf jeden Fall. Dann einmal von NYX die Love You So Much Mochi Palette. Die ist auch voll schön. Kriege ich die auf. Die ist noch zu. Die lassen wir jetzt auch mal noch zu. Ja, sehr, sehr schön. Dann einmal noch eine Palette und zwar Tarte Pro Tarte Palette. Wow, mega. Also ich glaube, die gibt es schon gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Da ist nur eine Ecke so ein bisschen von der einen Farbe abgebrochen und das macht überhaupt gar nichts. Guckt euch mal diese schönen Farben an. Also mega, mega, mega schön. Muss ich unbedingt ausprobieren. Weil ich glaube, die gibt es schon gar nicht. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Bei irgendeiner Palette hat sie gesagt, die gibt es nicht mehr. Ja, dann hat sie mir hier noch was eingepackt. Ich glaube, die Sachen habe ich auch gekauft. Nicht alles. Aber fast hat sie mir in so eine Classy Box Summer Bag rein. Finde ich mega. Ich finde die Bags immer voll cool. Aber Leute, ich muss das hier wieder einpacken. Ich muss das jetzt irgendwie wohin tun, weil ich habe hier keinen Platz mehr. Das habe ich ja alles schon. Boah, jetzt fällt mir hier nämlich alles runter. Dann von einmal hier Catrice. Was ist das? Ein Limited Edition Pure Baked Blush 04, C04 Moody Plum. Ja, das sieht so aus.
Sehr, sehr schön. Also das muss ich unbedingt testen. Dann Rebalder. Oh, Muskel. Gesundheit. Danke. Entschuldigung. Ja. Eine Rewilder Loop Young Color Palette Eyeshadow. Okay, die kenne ich noch gar nicht. Die muss schon ein bisschen älter sein. Vielleicht, weiß ich nicht. Kenne ich nämlich nicht. Die hat auch noch hier dieses Ding da drin. Mega schön. Muss ich unbedingt ausprobieren. Dann die Douglas Palette. Ich glaube, die habe ich von ihr gekauft. Und zwar die Your Pretty Cheek Highlighter in Blush Palette. Die sieht einmal so aus. Ja, auch sehr, sehr schöne Farben. Die ist wunderschön. Dann einmal von NARS. Genau, das war dieser Blush, der in der Look Fantastic Box drin war. Der hat mich nämlich am meisten interessiert, aber ich wollte mir jetzt nicht die Box wegen dem Blush kaufen. Aber sie hatte den noch und hat gesagt, ich darf ihn gerne haben. Sieht echt schön aus. Den muss ich unbedingt mal testen. Ich glaube nicht, dass ich hier jetzt noch ein Schminki dran hänge, weil das ist, dauert zu lang. Ne? Ich bin jetzt hier schon bei 21 Minuten. Da muss ich mal gucken. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Von Shiseido, mein geliebtes Serum. Das ist so gut. Das Ultimum Power Infusion Konzentrat. Das ist so gut, Leute. Schaut euch mal das an. Oh, ich liebe das. Ne? Das riecht auch so gut. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Immer wenn irgendjemand, meistens hat man ja die nur so in klein. Mega. Ich liebe das einfach. Das ist mein liebstes Serum überhaupt, aber das ist so teuer. Und dann einmal noch von Zooey Isla Compact. Pine, was ist das? So eine Palette. Ich weiß gar nicht. Was ist das? Ah, das ist ein Kamm. Und zwar wie so eine Art Dauerwellenkamm. Ja, das ist gut. Kriegt meine Mama. Die nimmt nämlich sowas. Das packe ich ihr noch ein. Wo sind die anderen Sachen? Ach, ich tue es mal da hoch. Dann einmal noch das Aloe Vera Gel. Darüber freue ich mich auch. Das hat sie mir noch eingepackt. Dann von Revolution. Make-up London, ein, was bist du? Blusher Reloaded Ballerina, sehr schön. Ja, die liebe Monika hat mir auch ihr Aloe Vera Gel gegeben, aber das wusste ich halt vorher nicht, dass sie mir das auch reinpackt. Von daher, ja, habe ich jetzt zweimal, also freue ich mich mega drüber. Und natürlich Elemis Pro Marine Cream 15 ml, die habe ich ihr aber abgekauft, also das ist echt schön. Ich liebe diese Creme, muss ich wirklich sagen. Ich finde die einfach richtig, richtig toll. Und die Bag ist auch mega. Da freue ich mich voll. Ich finde die klasse. Richtig gut. Aber wir sind immer noch nicht fertig, Leute. Boah. Dann einmal von Max & More so ein Stift. Ne? Ich denke mal, dass das einfach kann man als Kajal benutzen, als Eyeliner, was auch immer. Ne? Sieht richtig schön aus. Wenn man mal so einen lilanen Look oder so schminkt, kann man den auch als Kajal benutzen. Dann einmal von Alverde ein Pflegeshampoo mit Feuchtigkeit. Vegan finde ich richtig gut. Oh. Oh, das riecht gut. Boah, das riecht echt gut. Das riecht gut auch nach Kokosnuss. Das bleibt 100 Pro bei mir. Dann einmal von Knight Wilson Color Freedom Pastellista. Sowas mit Farbe. Ich glaube, das ist so eine Haarfarbe, ne? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das war auch mal in irgendeiner Box. Das wird weiter wandern, weil das benutze ich nicht. Aber ich kenne jemanden, wo das ultra toll findet, mega feiert. Deswegen, ja. Leute, wir sind immer noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Einmal von Hairblitz, das CBD mit 2,5% kosmetische Mundpflege hat sie mir noch eingepackt. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal wo drin, aber da weiß ich, glaube ich, auch, an wen das geht. Morte, was hast du mir da alles eingepackt, sag mal. Dann einmal hier, oh cool, die von My Little Beauty, die Augencreme, die ist richtig gut, die habe ich auch gerade noch in Anwendung, die kann man nämlich als Augenmaske, Augencreme oder Augencreme benutzen, richtig gut, man macht es einfach ein bisschen dicker dann drauf, lässt es einziehen, das ist dann sozusagen die Augenmaske und wenn man es halt ganz normal nehmen will als Creme, nimmt man ein bisschen weniger, die ist richtig gut, die finde ich toll. Dann hat sie mir noch von Catrice Generation Plump and Shine ein Lipgloss eingepackt. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Dann noch von Kylie ein Matt Lipstick. Kylie Jenner wahrscheinlich. Auch mega schön. Mega schöne Farbe. Und dann noch von Maybelline. Was hast du mir da eingepackt? Maybelline New York. Was ist das? Very Black Noir. Eine Mascara. Okay, die ist auch schön, hat ein gutes, tolles Bürstchen.
Solche Bürsten finde ich richtig gut. Muss ich ausprobieren. Ihr glaubt es nicht. Dann hat sie mir noch was rein, und zwar von M. Samine Rose, eine Nachtcreme. Ich glaube, die habe ich mir bei ihr gekauft. Weiß ich gerade nicht, die ist noch zu. Ich lasse sie aber noch zu. Finde ich richtig schön. Also die probiere ich sehr gerne mal aus. Oh, Leute. Dann, hier geht es noch weiter. Oh, jetzt habe ich das ganze Ding da hinein. Das ganze große Papier. So, ein Säcklein von meiner Little Box. Mit Amorelli. Amorelli vegan. Ich glaube, das ist so ein Kleidgel. Das war auch mal irgendwo drin. Dann, ja, von Six diese Kette. Die wird auch weiter wandern. Aber die war ja, im Moment, die war ja in der, da weiß ich aber auch schon an wen. Die war in der Girls Box von Glossy Box drin. Das hört nicht auf, gell? Sie Weihnachten, Geburtstag und Neujahr zusammen. Von Trend It Up ein Plump Lip Shine, ein Lipgloss. So. Einmal so. Dann nochmal von Essence Insta Care ein Lipstick in der Farbe 01 Sandy Sunrise. Mega. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Von Spectrum ein Pinsel. Mega. Den A40, den mag ich ja so gerne. Lege ich mal dahin. Dann von Nosia Eyeshadow Perfection. Was ist das? Ein Eyeshadow Roller. Mega. Mit Glitzer. Da sieht man das. Ich roll mal hier. Sieht man es vielleicht besser? Sieht man das? Ich glaube, der ist auch schon ein bisschen ausgetrocknet hier. Ja, ich glaube, der ist schon ausgetrocknet. Oder ist es Pigment? Ich muss es nochmal ausprobieren. Und von Yves Rocher Sleeping Care und ich glaube Daycare Anti-Pollution. Hat sie mir noch so zwei kleine Probegrößen eingepackt. Finde ich auch gut. Probiere ich sehr gerne aus. Und es geht noch weiter. Ich glaube, aber so langsam sind wir dann fertig. Muss mal gucken. Ja, dann hat sie mir einmal hier noch was eingepackt. Ich glaube, das habe ich nicht gekauft, oder? Nee. Von Trend It Up Sensitive ein Blush. Ne? In der Farbe 025. Auch sehr schön. Ja, den werde ich auch mal ausprobieren. Finde ich sehr, sehr schön. Dann einmal hier noch ein Lippy Lip Balm Sugar Scrub mit Kokosduft. Ja, auch sehr schön. Das ist hier die Verpackung, ne? Das ist hier der Lippy. Auch sehr schön. Finde ich gut, riecht gut, bleibt bei mir. Dann auf jeden Fall auch ein Elemis Facial Wash. Ich glaube, das habe ich abgekauft von ihr. Das kennen wir ja schon, das mag ich ganz gerne. Von Isana eine Tuchmaske. Ich glaube, die hat sie verschenkt. Genau. Und noch was Eingepacktes, und zwar ein Rewild the Loop Effect and Shine Nagellack. Der hat echt eine schöne Farbe. Der wird auch bei mir bleiben. Den finde ich richtig schön. Ja, und dann haben wir noch eine Box. Ich glaube, dann sind wir fertig. Dann haben wir hier noch eine Glossy Box. Leute. Ja, einmal von Bella Pia Cosmetics die Peach Blossom Palette. Ich glaube, die habe ich von ihr gekauft. Das andere hat sie mir ja so eingepackt. Richtig schöne Farben. Die habe ich nämlich noch nicht. Dann von Love ein Blush. Blush Affair, ne? Oh, das sieht richtig schön aus. Guck mal. Das kann man ja auch als Lidschatten benutzen. Kein Blush, das ist doch Lidschatten. Oder nicht? Multiton Check. Ah, Multiton Blush Affair. Multiton Check Palette. Okay, die kann man wahrscheinlich als Blush Highlighter, was weiß ich, da sind halt mehrere Farben drin, als Lidschatten. Das erinnert mich an eine Lidschattenpalette von Kiko. Muss ich sagen. Ja. Dann einmal ein Gua Sha. Dann einmal von Vibo die Doll Case Baked and Blush Shimmer. Ey, Wahnsinn. Guckt euch mal das an. Oh, richtig schön. Ja, dann bin ich wahnsinnig, gell? Charmy Compact Powder von Charmin. Weiß nicht, sagt mir nichts. Was ist das? Oh, das ist schon mal benutzt, aber das ist ja so ein Puder. Dann können wir das ja mal swatchen. Na, ich muss mal gucken, dass ihr das natürlich auch seht, ne? Ja, sieht man jetzt nicht viel, aber es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ja, probiere ich es ja gerne mal aus. Dann die Steve Laurent Palette, die kennen wir auch alle. Die hat sie mir, glaube ich, so noch rein. Dann die Eyeshadow Contour Kuga Palette. Okay, von Kuga kenne ich gar nicht. Was ist das? Okay. Boah, sieht schön aus. Erinnert mich an eine Palette von Alverde. An so ein Dingens. Ich glaube, das war mal so ein Blush oder so irgendwas. Oh, Leute, dann einmal das YT von Elizabeth Arden.
Das riecht auch mega gut. Und ist toll. Und dann haben wir hier noch von Etre Belle eine Eyeshadow Trio. Das ist schon 30 Minuten hier. Ja, so Leute, einmal hier. Ja, Eyeshadow Trio finde ich auch sehr schön. Probiere ich sehr gerne mal aus. Ich glaube, das hat sie mir so eingepackt. Ist wahnsinnig, gell? Und dann einmal von CAT den Velvet Lip Liner. Ich glaube, den habe ich auch schon mal in der Farbe, aber den wollte ich, glaube ich, auch weitergeben, beziehungsweise einmal für mich auch behalten, weil ich glaube, ich habe eine andere Nuance. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das letzte, hier ein Beutelchen von Declare Man, eine Männercreme. Dann, was ist das? Ein Morning Sunshine, irgendwas. Was bist du? Ein Lippi? Was bist du? Ja, ein Lippi. Mega. Also du bist wahnsinnig, soll ich dir gerade mal sagen. Ne? Das sieht so aus. Mal auf. Oh, ich glaube, der passt sich dem Hautton an. Ne? Der ist nicht gelb, sondern der passt sich dann dem Hautton an. Aber den will ich jetzt mal noch nicht benutzen. Sachen, die noch unbenutzt sind. Dann haben wir hier einen Haufen Zeug. Von Ebelin nochmal solche Pinsel. Dann von Lotte London nochmal diesen Brow-Pencil. Den muss ich mal gucken, wo ist denn der andere? Hier, der muss da dazu. Dann von Catrice Pulming ein Lip Liner. Aber der ist ja in so einer Farbe. Der überhaupt eine Farbe. Ja, der ist so ein bisschen durchsichtig. Okay. Auch interessant. Dann Max & More nochmal so ein Stift, einer anderen Farbe. Dann von Essence Middle Art Lip and Eye Liner. Ja, auch eine sehr schöne Farbe. 04 Pink Glam. Dann von Catrice nochmal ein Plumping Lip Liner. Was ist das für eine Farbe? 010 Understand Chic. Ja, sieht so aus. Ja, auch sehr schön. Dann von Kryolan den Eyebrow Forming Gel. Das kennen wir auch aus der Glossy Box. Und I Love Essence Effects Eyeshadow Base. Ja. Also meine Liebe, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Ich glaube, das war es jetzt auch. Also ich habe wirklich nur einen Bruchteil davon überhaupt bei ihr gekauft. Das war gar nicht so viel. Den Rest hat sie mir alles so eingepackt. Du bist wahnsinnig, sage ich dir jetzt schon. Schick ihr gleich eine Nachricht. Das geht gar nicht. Also ich freue mich mega über die Sachen. Also tolle, tolle Sachen dabei. Vor allen Dingen die Palette, ne? Die ist ja auch voll schön. Also wer die noch nicht kennt, die war ja auch mal, glaube ich, in irgendeiner Glossy Box drin. Also die ist auch richtig, auch tolle Farben mit diesem Rosa, ne? Richtig, richtig schön. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Extras, die du mir eingepackt hast. Du bist ja verrückt. Ja, jetzt musstet ihr mich leider ungeschminkt ertragen. Aber es ist ja nicht so schlimm, hoffentlich. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Also liebe Bianca, nochmal vielen lieben Dank. Also bin sprachlos. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also vielen, vielen lieben Dank. Wenn euch so Videos gefallen, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne einmal kostenlos meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich mich auch auf jeden Fall freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss. Bis dann. Tschüss, Eli.